Moin und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem Nordsee-Report. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Und ich kann Ihnen versprechen, in unserer Sendung wird es heute echt frühlingsfrisch und kunterbunt werden. Wir sind hier in den Niederlanden unterwegs, eines der Lieblingsreiseziele von uns Deutschen. Und das natürlich, weil die Nordseeküste mindestens genauso hübsch ist wie bei uns im Frühling. Aber besonders, weil es hier so schöne Tulpen gibt. Hier in Noordwijk in Südholland, gleich hinter dem Strand und Dünen, wird's bunt und leuchtend. Auf riesigen Feldern blühen Tulpen, Tulpen und Tulpen. Ja, und wie man sieht, bekommt das Nordseeklima den Blumen bestens. Millionenfach sind Zwiebeln im Herbst in den sandigen Boden gepflanzt worden. Und Anfang April blühen sie auf. Wir werden uns heute ordentlich satt sehen an Tulpen, Hyazinthen und Narzissen. Das kann ich Ihnen versprechen. Wir wollten aber auch wissen, wie bereiten sich die Niederländer denn hier auf den Frühling eigentlich vor? Dazu waren wir an der Küste unterwegs und auch auf den Inseln und haben ein paar tolle Geschichten mitgebracht, die vielleicht auch für Ihre nächste Reise hier in die Niederlande durchaus interessant sein könnte. So, jetzt aber tauchen wir ein in den Blumenrausch. Das Zentrum des Blumenzaubers ist hier zwischen Amsterdam und Den Haag. Und hier geht es los Mitte April mit vielen Blumen, 1 Million Gäste und einer tollen Blumenparade. Sie ist der Höhepunkt der Tulpensaison, die Parade blumengeschmückter Prunkwagen. Start ist morgens in Noordwijk, die Ankunft abends gegen 21 Uhr in Haarlem. Insgesamt 42 Kilometer. Wir sind krank. Wir sind verliebt. Wir sind alles für das Corso. Gerry Reuwey gehört zum Kreativteam der Tulpenparade. Sie will den Blumencorso heute einfach nur genießen. Über eine Woche lang hat die Vorschullehrerin den Prunkwagen ihres Vereins mit Blumen verziert und tausende Blüten von Hand gesteckt. Anfang Mittwoch, 8 Uhr in die Morgen, bis 11 Uhr abends, nächsten Tag, Donnerstag, 8 Uhr in den Morgen bis 2:30 in die Nacht. So, wir haben sehr lange müssen stecken, um die Wagen fertig zu machen, für alle Menschen hier zu schauen. Schon beim Auftakt in Noordwijk sind tausende Schaulustige auf der Umzugsstrecke und feiern die frühlingsbunte Parade. Insgesamt 15 Wagen geschmückt mit Zwiebelblumen wie Narzissen, Hyazinthen und Tulpen. Mehr als 700 Freiwillige aus den Dörfern und Städten der Tulpenregion haben mitgeholfen und die größte Blumenparade der Niederlande möglich gemacht. Wir helfen einander, wenn wir nicht genug Menschen haben, um zu stecken. Ein anderer Verein kommt und hier Menschen von uns, wir sind fertig, wir helfen ihnen. Wir alle helfen einander und das ist so sehr gut. So, ich werde da warm von. Es sind auch, ich weiß nicht, in Deutsch, von den Stecken, so, von deinen Herren. Ja, das, und es ist so schön. Langsam zieht der Blumentross voran. Auf den Wagen mitfahren dürfen nur wenige. Die empfindliche Blumendeko könnte viel zu leicht zerstört werden. Das ist Gerry aber auch nicht wichtig. Sie hilft lieber im Hintergrund. Seit 1985 ist sie bei jeder Parade dabei und hat mit ihrem Verein fast immer einen Preis gewonnen. Von den 15 Wagen haben wir Noordwijk den 3. Preis. So, wir sind sehr froh, dass wir haben gewonnen den 3. Preis. Das wechselhafte Frühlingswetter macht den Besuchern entlang der Strecke nichts aus. Bis zu 1 Million sollen es sein. Viele warten stundenlang am Straßenrand auf die vorbeiziehende Parade. Da sehen Sie, ja, das Wetter ist so. Oh, für die Menschen auf die Wagen ist es so schade.
Aber sie können daar niets van maken, hè? Maar 10 minuten en dan komen die zonne. Hoffen wir. Hoffen wir. En dat is de Höhepunkt der Parade. Deze Wagen was de eerste prijs van alle Wagen. We komen, de eerste Wagen. Zo, so, zeer schön, deze Nijlpaard en die Leeuwen. Sehr schöne Wagen, erste Preise. Für Harry endet hier in ihrem Heimatort Sassenheim die diesjährige Blumenparade. Die restlichen Kilometer bis nach Haarlem geht sie nicht mehr mit. Der wenige Schlaf der vergangenen Tage macht sich bemerkbar. Ein little bit traurig, aber stolz und auch glücklich, dass alle Wagen reiten hier und dass die Menschen genießen von den Wagen, dass sie es schön macht, dass ja, das Wetter, die Sonne kommen wieder. Es ist schon stolz, stolz, stolz und glücklich. Am späten Abend, fast 13 Stunden später, wird in Haarlem der Blumenkorso sehnsüchtig erwartet. Harry guckt sich die Ankunft der Parade zu Hause im Fernsehen an und schmiedet blumige Pläne für das nächste Jahr. Und wenige Kilometer von Haarlem entfernt, in Nordweikerhout, züchtet Simon Pennings in dritter Generation Blumenzwiebeln. Mehr als 400 Sorten wachsen auf seinen Feldern, die man rund um den sogenannten Bollenstreek bewundern kann. Er nimmt mich mit auf seine sonnigen Tulpenfelder, gleich hinter den Dünen. Simon, du hast mir so einen Blumenstrauß gar nicht so absichtlich gepflückt, ne? Das ist eigentlich Ausschussware, diese Tulpen. Warum? Ja. Was ist verkehrt an denen? Ich finde die schön. Na, wir haben hier Golden Apeldoorn. Ja. Und möchte alle gelb sein. Und möchte keine Mutation sein, like diese. Ah, keine Mutation, ja, Mutation. Ah, das ist ja aber auch der Wahnsinn, das muss man mal eben zeigen. Das ist ja innerhalb einer Blüte, ich weiß nicht, das sieht man schon, ne? Und dann ist sie ja in der Mitte geteilt, das ist doch der Wahnsinn. Und das ist etwas, was du nicht willst, warum nicht? Nein. Weil es nicht rein ist dann. Das ist nicht rein, muss 100% gelb sein. Mhm. Leute kaufen gelbe und keine rote. Ja, das sehe ich ein. Und jetzt, nachdem die Blüte da war, was ist dann wichtig für dich als Blumenzwiebelzüchter? Was ist als nächstes dran? Na, wir schnitten diese Tulpen ab und dann, wenn sie Ende Juni, holen wir diese daraus. Guck mal, diese Zwiebeln, ja, ne? Das sind die Zwiebeln. Die wachsen jetzt noch ein bisschen. Ja, die wachsen. Kijk, und hier ist die neue Tulpen, sind da alle dabei. Ja. Kijk, hier sind die kleinen wieder für nächstes Jahr, die pflanzen wir wieder. Und das ist die Hauptbolle, die Hauptzwiebel. Ja. Und diese verkaufen wir. Die geht jetzt zum Beispiel wohin? Japan? Oh, Japan, Deutschland, Frankreich, alle Länder. Ja. Sehr weltweit geht das. Ist doch eigentlich eine schöne Vorstellung für dich. Ja, sehr dass schön. Dass die Blumen, die bei dir gewachsen sind, sozusagen. Das ist genau. Aber wenn sie das in anderen Länder seht, dann denkt ihr, ja, die kommen bei uns, sind gezucht und da stehen zu blühen. Sehr schön. Schönes Gefühl, das kann ich mir vorstellen. Sehr schön. Und ich glaube auch, ein schönes Gefühl ist es, die Arbeit nicht alles selbst machen zu müssen. Du hast dir was Tolles angeschafft. Erzähl mal. Wir haben einen Robot gekauft. Aha. Und das ist sehr, sehr gute Arbeit macht er. Simon Pennings ist einer der ersten in den Niederlanden, der so einen autonomen Roboter über seine Felder schickt. Kameras scannen die Blumen und dann kann ein Programm erkennen, welche Pflanzen krank sind. Die werden dann markiert und anschließend rausgezogen. Simon, und nicht nur der Roboter arbeitet ja für dich, ihr seid ja ein ganzes Familienunternehmen. Deine Tochter hat hier ja auch eine tolle Aufgabe, die besuche ich gleich. Wo finde ich die? Was macht die? Das ist hier in der Nähe, das ist die Tulip Experience Amsterdam. Mhm. Und er ist da Geschäftsführer. Okay. Und er macht für Touristen, haben wir ein Feld angebracht. Huh? Und da können Touristen Bilder machen. Super. Und auch zwischen die Tulpen stehen. Genau das Richtige fürs Fernsehen. 1 Million Tulpen und 700 Sorten. Okay. Aber es ist sehr schön. Ja. Gut, dann gehe ich da gleich mal hin. Vielen Dank. Ja, mein Mutationsstrauß nehme ich auch mit. Den finde ich schön. Kein Problem. Ja. Liebe Zuschauer, und wir lernen jetzt eine junge Frau kennen, die lebt auf Schiermonnikoog. Sie ist Künstlerin und findet dort eigentlich auch alles, was sie braucht. Sie ist hier, um etwas zu finden. Klasina Supur,
Künstlerin auf der Insel Sriamanikoke. Sie zieht es oft hierher, an ihren Lieblingsstrand. Kaum Menschen, nur Natur. Und sie liebt diesen Moment. Ganz allein, dem Zufall ausgeliefert. Erst recht im Frühjahr. Was springt ihr ins Auge? Was hat die Flut für sie hier hinterlassen? Manchmal habe ich gleich eine Idee, aber meistens nehme ich es mit ins Atelier. Manchmal liegt es da jahrelang. Und dann plötzlich, dann arbeite ich an einer Skulptur oder so und dann denke ich, hey, das passt. Klassina ist aber nicht nur wegen der Fundstücke für ihre Kunst hier. Die 33-Jährige ist auf Sriamanikoke aufgewachsen, hat aber auch das Leben auf dem Festland in den großen Städten kennengelernt. Was sie braucht, sind solche Momente. Sowohl Inspiration als auch Meditation. Das Leben hier in der Natur gibt mir viel. Wir leben gerade in einer Zeit, in der wir fast erschlagen werden von Social Media. Dadurch werden die Probleme riesengroß. Aber wenn man in der Natur ist, dann ist das alles nicht wichtig. Dann versteht man, wie klein wir in diesem großen Ganzen eigentlich sind. Für mich ist das einfach schön. Ihre Strandausbeute, für die sie schon eine Idee hat. Die bunten Glasscherben will Klassina zusammen mit den Objekten im Ofen brennen. Hey! Bezig? Na, busy? Hey, die sieht er mooi uit. Hey, das sieht aber schön aus. Ziet er ook? Mwah. Ik heb kolletjes, nieuwe schildkleidjes. Klassinas Mann, Wannes. Er hilft seiner Frau beim Marketing und Verkauf. Gerade fehlen ihm oben im Verkaufsraum noch ein paar Exponate. Die beiden beraten, welche sie nehmen sollen. Wannes hat Klassina im Studium in Amsterdam kennengelernt. Er ist Lichtdesigner und realisiert zumeist dort seine Shows. 3 Stunden braucht er von hier mit der Fähre und dem Auto in die Stadt. Jetzt im Frühjahr, wo wieder mehr Touristen in ihr kleines Ladengeschäft kommen, kann Klassina seine Hilfe gut gebrauchen. Dabei musste er sich als Großstädter auf der Insel erst eingewöhnen. Das geht auch sehr gut. Und Klassina ist natürlich eine echte Insulanerin. Davon profitiere ich. Sie gibt mir gute Ratschläge. Ruhig und immer freundlich lächeln. Das klappt. Ich finde das echt schön, in diese Gemeinschaft reinzukommen. Klassina hat Kunst in Amsterdam und Groningen studiert, in niederländischen Galerien ausgestellt. Sie arbeitet mit verschiedensten Materialien. Ton, Glas, Holz, Stein, Farbe. Sie will sich nicht festlegen. Mein Material hat sein eigenes Leben und das ist sehr inspirierend. Das hier ist Lehm, den ich im Watt gefunden habe. Der ist erstmal grau. Aber wenn er gebrannt wird, wird er rot. Das war eine totale Überraschung, das wusste ich vorher nicht. Und so eine Entdeckung, die fließt dann in meine Ideen. Nach der Arbeit in Atelier und Shop müssen Klassina und Wannes ihre Kinder abholen. Sie sind bei Oma und Opa. Klassinas Eltern leben in den Dünen. Album. Sie kümmern sich um ihre 8-monatige Tochter Jelka und ihren 3-jährigen Sohn Anke. Auf diesem Trampolin ist Klassina selbst schon gehüpft. Vor 25 Jahren hat sie es gemeinsam mit ihrem Bruder vom Taschengeld gekauft. Diese Kindheit im Dünengarten prägt die Künstlerin bis heute.
Das Leben hier passt gut zu mir, weil ich hier geboren bin. Das ist mein Rhythmus. Für mich fühlt sich das natürlich an. Aber auf dem Festland war es auch schön. Es geht beides. Es ist einfach egal, wo man wohnt, solange man mit den Menschen zusammenlebt, die man liebt. Und wenn man in sich selber ruht, ist es egal, wo man wohnt. De grote paddenstoel, rood met witte stippen. In de maneschijn, in de maneschijn. Zurück im Tulpenfrühling besuche ich eine besondere Ausstellung, die Tulip Experience Amsterdam. Ich bin hier verabredet mit Sylvia Pennings. Das ist die Tochter von Simon Pennings. Sie erinnern sich, dem Blumenzwiebelzüchter. Sylvia! Sie hat hier eine kleine Ausstellung aufgebaut. Ich erfahre, dass Tulpen eigentlich aus dem Orient kommen und seit dem 17. Jahrhundert in Holland gezüchtet werden. Inzwischen kommen 95% aller Tulpen der Welt aus den Niederlanden. Unglaublich. Doch mit den vielen Tulpenfans kamen auch Probleme. Wir haben dies hier angefangen aus einer Notwendigkeit. Zu uns kommen zum Tulpenfrühling viele Besucher und die Leute lieben es, Fotos zu machen zwischen den Tulpen. Dabei laufen sie mit der Kamera in der Hand durch die Felder und leider zerstören sie sie dabei. Deshalb haben wir dieses Projekt gestartet, bei dem wir zeigen, was wir Tulpenzüchter genau machen. Und wir haben dieses große Tulpenfeld gepflanzt mit 1 Million Tulpen, 700 verschiedene Sorten als Fotokulisse. Und die Leute lieben es. Das ist nicht nur ein Tulpenhimmel, sondern auch ein Selfie-Paradies. Sylvia, was passiert denn mit dem Garten, wenn die Saison vorbei ist? Wenn der Frühling vorbei ist, kappen wir alle Tulpen und bauen alles ab. Und dann sind wir für den Rest des Jahres einfach nur eine Tulpenfarm. Und alle Maschinen und Werkzeuge werden dann wieder auf unseren Feldern eingesetzt. Also eine echte Pop-up-Ausstellung. Wir bauen alles in 2 Monaten auf und dann in 2 Wochen wieder ab. Also haben wir alle nur diese kurze Zeitspanne für den Tulpenzauber. Ja, alles passiert in diesen 7,5 Wochen. Davor und danach sind wir einfach ein Familienunternehmen. Thanks for having us here. It's very nice. Liebe Zuschauer, und wir gucken noch mal auf die Insel Schiermonnikoog. Da gibt es eine Frau, die hat auch ihren ganz eigenen Garten angelegt. Auf der Watteninsel, gleich hinter dem Deich, liegt ein besonderer Hof, ein Selbstpflückgarten. Im Sommer stehen die Selbstpflücker hier morgens schon Schlange. Jetzt im Frühjahr ist noch nicht so viel los. Janneke von der Felde ist noch allein mit ihrer neuen Entenfamilie. Komm mal. Ja, komm mal, Entjes. Komm mal. Trek je maar niks aan van al die mensen. Goed zo. Ihre Freunde und Helfer gegen die Schnecken. Es ist immer schön, den Tag mit ihnen zu beginnen. Sie warten auf ihr Essen, freuen sich, dass sie draußen schwimmen können. Ein schöner Anfang. Heute hat Janneke wieder viel auf dem Zettel. Gleich morgens muss die Biobäuerin ernten. Bestellungen für Restaurants. Jetzt im Frühjahr kann sie schon das erste Gemüse aus den überdachten Beeten anbieten. Pak Choi, robust und gerade angesagt. Und auch die ersten Mairübchen sind gut gewachsen. In ihrem ersten beruflichen Leben hat Janneke nichts mit Gemüse zu tun gehabt. Sie hat Patienten behandelt. Janneke war Psychologin im Krankenhaus in Groningen, hat sich um die Psyche von traumatisierten Menschen gekümmert.
Mit Patienten sprach ich vaak über, was soll ich gaan doen? Ich habe mich oft mit Patienten darüber unterhalten, was würdest du tun, wenn du deinem Herzen folgen würdest? Ich selbst war gerade nicht glücklich im Gesundheitssystem. Da fragte ich mich, was würde ich eigentlich machen? Und kam drauf, ich möchte Gemüse anbauen. Einfach war es nicht, einen Gartenbaubetrieb auf der Insel zu eröffnen. Auf Schiermonnikoog war, bevor sie anfing, nur traditionelle Landwirtschaft erlaubt. Gemüsebeete und Gewächshäuser waren im Nutzungsplan der Insel gar nicht vorgesehen. Jannike erreichte, dass die Vorschriften geändert wurden. Die Psychologin startete vor 6 Jahren. Bevor Jannike auf die Insel übersiedelte, besuchte sie eine Landwirtschaftsschule. Heute beliefert sie auf der autofreien Insel 6 Restaurants mit ihrem Lastenrad. Sie kann gar nicht so viel produzieren, wie sie verkaufen könnte. Hier im Hafenrestaurant Wat Anders war Restaurantbetreiber Elke einer der ersten, der Jannikes Obst und Gemüse so auf die Speisekarte setzte. Ich habe Tulpen für dich. Alsjeblieft. Danke. Und dann Asperges. Asperges. Elke ist über die Tulpen entzückt, freut sich über den ersten Spargel, über den üppigen Rhabarber und den Pak Choi. Mit Gemüse direkt von der Insel zu kochen, findet Elke klasse. Als sie von ihrer Verkaufstour zurückkommt, warten dann die ersten Selbstpflücker im Farmgarten. Na, kijk, hier haben wir Pak Choi. Hier ist Pak Choi, da Salate, grün und rot. Legt los. Kommt das gut? Ja. Kann jij hem doen? Dan moet je hier. Familie Talsma kommt aus dem Inseldorf, kennt sich aus. Jetzt im Frühjahr haben Sven und Iva hier viel Ruhe. Im Sommer geht es hier manchmal viel turbulenter zu. Jannike könnte ihre gesamte Ernte komplett an die Restaurants liefern. Aber sie mag den Kontakt zu den Selbstpflückern. Das schmeckt einfach viel besser als aus dem Supermarkt. Natürlich und rein. Biologisch halt. Ja. Biologisch. Ja. Schmeckt doch gut, oder? Ich finde das auch gut, dass man hier selber was pflücken darf, anstatt das einfach zu kaufen. In plaats van het te kopen. Ja. Ja. Nou, goed. Lekker. Ist die Ernte im Korb, erleben viele Selbstpflücker eine Überraschung. Jannike verlangt keine festen Preise. Jeder soll das bezahlen, was er meint, was es ihm wert ist. Meist funktioniert das ganz gut, findet Jannike. De Teun heißt im Garten. Die Hochsaison beginnt, wenn dieser Salat reif ist. Bis zu 150 Selbstpflücker suchen dann nach den besten Köpfen. 1 Dutzend Saisonkräfte aus der ganzen Welt helfen ihr. Jannikes Arbeitstag beginnt dann mit dem Sonnenaufgang und endet oft erst in der Dämmerung. Viel Arbeit, harter Einsatz. Aber Jannike hat hier ihr Glück gefunden. Mehr dann das. Mehr als das. Für mich ging es hier um Vertrauen. Vertrauen, dass es von allem genug geben wird. Genügend helfende Hände, genug Münder und auch genug Geld, das alles machen zu können. Es ist einfach schön, einen Ort zu schaffen, wo wir gut für die Umwelt sorgen und wo es uns gut geht. Das ist meine persönliche Antwort auf die Probleme der Welt. Wenn das mehr Menschen machen würden, hätten wir vielleicht eine andere Welt. Nachhaltig und verantwortungsvoll. Eine Selbstpflückgärtnerin mit einer besonderen Mission auf einer besonderen Insel.
Ach, und wir reisen weiter durch diesen wunderschönen Tulpenfrühling in den Niederlanden. Wir sind in Südholland, dem sogenannten Bollenstreek, da wo es diese wunderschönen Tulpenfelder gibt. Und am besten sieht man die natürlich mit dem Fahrrad, ne? Mit dem Fahrrad, ja. Klar, wir sind ja auch in den Niederlanden. Genau, und da geht eigentlich alles, am besten mit dem Rad. Insgesamt ist die Tulpenroute 30 Kilometer lang, doch es lohnt sich, vorher mal nachzufragen, welche Felder gerade blühen. Dann findet man gleich, ohne Umwege, die schönsten. Hyazinthen, man glaubt es kaum, wunderschön. Herrlich, herrlich diese Tulpenfelder. Das ist eine wahre Pracht fürs Auge. Ja, und wenn man jetzt hier noch mehr sehen will, müssen wir schon den Kolkenhof fahren. Das haben Sie vielleicht schon mal gehört. Der ist hier gleich da drüben. Da fahren wir jetzt mal vorbei. Und dann sehen wir wirklich den ganzen Stolz und die ganze Pracht der Blumenzwiebelzüchter hier aus Südholland. Ich freue mich schon. Und jetzt machen wir noch eine super andere Reise. Und zwar geht es jetzt kulinarisch lecker weiter nach Zeeland. Zeeland gehört zu den beliebtesten Urlaubsregionen der Niederlande. Der Archipel von Halbinseln hat die wohl schönsten und breitesten Strände der Nordseeküste. Zeeland ist aber auch das Land der Austern. Im Meeresarm der Osterschelde sind Temperatur, Salzgehalt und die Reinheit des Wassers ideal für die Austernzucht. Für Vilde Koje geht die Saison jetzt Anfang Mai allmählich zu Ende. Es ist ein guter Platz. Wir haben hier viele Austernbänke. Momentan wird es deutlich weniger, aber wir haben auch noch andere Austernbänke. Wir reinigen diesen Platz jetzt ab und sehen, was wir heute noch fischen können. Vilde Koje hat vor 3 Jahren die Austernzucht seines Vaters übernommen. Für den 27-Jährigen stand der Berufswunsch von jeher fest. Es ist ein Familienunternehmen. Bereits als kleiner Junge bin ich durch die Firma gelaufen und war mit meinem Vater auf dem Boot, immer draußen. Ich mag es gerne, draußen arbeiten zu können, in der Natur zu sein. So bin ich eben auch ein Austernfischer geworden. Being in nature, so yeah, I became an oyster farmer as well. In der Osterschelde züchtet Phil 2 unterschiedliche Sorten, die flache heimische Auster und die pazifische. Beide sortiert er noch auf dem Boot nach Art und Größe. Well, we sort them in 4 sizes. Wir sortieren sie nach 4 unterschiedlichen Größen. Wir haben hier die größte. Wir haben noch Nummer 2 und Nummer 3. Wir haben Nummer 3, die kleinere. Und hier die besonders kleine Sorte lassen wir einfach wieder durchfallen und geben sie zurück ins Wasser, sodass sie noch wachsen können und wir sie später fischen. Und wir setzen sie auf den Seeboden, damit sie wachsen, bis sie größer werden, und dann fischen wir sie wieder. Jerseke ist das Muschel- und Austerndorf in Zeeland. Hier bereitet Vater José die Austern für den Verkauf vor. Nach wie vor unterstützt er seine Kinder in dem über 100-jährigen Familienunternehmen. Es ist ein sehr altes Familienunternehmen. Ich denke, mein Sohn und meine Tochter sind die 5. Generation. Und wir sind hier an diesem Ort von Anfang an. Seit 1920. Und es ging immer über von Vater zu Sohn, Vater zu Sohn. Es ist wirklich schön, dass meine Kinder das Unternehmen weiterführen. Einen Großteil ihrer Austern verschicken sie europaweit. Aber viele bleiben auch direkt in Jerseke. Hier hat Tochter Isabel vor einigen Jahren ein kleines Fischrestaurant eröffnet. Bevor sie die Schalentiere serviert, überprüft sie jede einzelne Auster.
Diese Austern klingen gut, sie sind nicht hohl. Wenn man die Auster öffnet und sie schlecht ist, dann riecht man das sofort. Die frischen Seeland-Austern werden hier am liebsten roh gegessen, mit Zitrone oder Vinaigrette verfeinert. Überbackene Austern hat Isabel natürlich auch im Angebot. I have here the oysters for you. Enjoy. Thank you. Von der Osterschelde geht es weiter in den Norden Seelands. Hier in dem kleinen Küstenort Burg Hamstede gibt es noch Pfannkuchen vom Müller selbst gebacken. Und noch mehr. Jeden Morgen bringt Piet Jan Landegent seine Windmühle zum Laufen. Und das nicht nur, um die Touristen anzulocken. Ja, eine Getreidemühle. Und wir können auch noch sägen. Und das Typ ist ein Stellingmolen. Ein Holländer nennt man das in Deutschland. Vor über 40 Jahren kaufte er die Mühle. Baujahr 1847, um zunächst Mehl zu mahlen. Später kam zusammen mit seiner Frau dann noch ein Pfannkuchenhaus dazu. So, dann dachten wir, machen wir erst ein Pfannkuchenhaus, um ein bisschen Geld zu machen. Und dann nachher gehen wir, das hören wir auf und dann gehen wir da nur für die Bäckereien mahlen. Aber ja, das Pfannkuchenhaus war so gut und so immer so viele Gäste. Und dann haben wir gesagt, ja, das ändern wir nicht mehr. Und heute rollt das Geschäft mit den Pfannkuchen immer noch genauso gut. Und das nur aus ihrem eigenen Mehl. Chef ist seit 5 Jahren Sohn Marius. Seine beiden Brüder haben Seeland verlassen. Aber das kam für ihn nie in Frage. Als ich ein Junge war, habe ich schon gesagt, ich wollte gerne das Pfannkuchenhaus weitermachen. Viele Leute immer arbeiten mit Menschen und ja, ich weiß nicht, ich wollte das immer, wenn ich ein Junge war. Ja, das ist so passiert. Ein Fulltime-Job als Müller und Bäcker zugleich. In der Saison haben sie sogar 7 Tage die Woche geöffnet. Vater Jan Piet ist seinem Sohn sehr dankbar. Sie machen es sehr gut mit seinen Freundin und super. Ein bisschen zu gut, es ist zu viel Betrieb. Na, ja, das ist natürlich schön zu sehen. So kann sich das Rad der alten Holländermühle noch viele Jahre weiterdrehen. Tulpenfrühling in den Niederlanden. Darum geht's heute bei uns im Nordsee-Report Spezial. Ja, was soll ich Ihnen sagen? Wir sind angekommen, mitten im holländischen Frühling. Wir sind hier nämlich auf dem berühmten Keukenhof. Ja, und hier duftet es nach Frühling. Ich sehe nur Farben um mich rum. Ich kann kaum erwarten, mich hier umzugucken. Deswegen würde ich mal sagen, kommen Sie mit. Der Blumenpark gehört zu einem Landgut und war früher ein Küchengarten. Bis in den 60er Jahren die Blumenzwiebelzüchter aus der Region auf die Idee kamen, einen Schaugarten anzulegen, wo sie jedes Jahr ihre neuesten Züchtungen präsentieren konnten. Ja, und so ist das eigentlich bis heute geblieben. Jedes Jahr im Herbst werden bis zu 7 Millionen Blumenzwiebel eingepflanzt. Und dann haben die Besucher aus aller Welt knapp 8 Wochen Zeit, das blühende Paradies zu bewundern. Ja, und hier ist aber auch was los. 25.000 Menschen kommen jeden Tag in den Keukenhof. Das sind ungefähr so viele Besucher wie im Louvre-Museum in Paris. Franz Beik ist Gartendesigner des Keukenhofs. Er hat den Überblick über die Beete und das Wichtigste, erzählt er mir, ist, dass immer etwas blüht. Es ist wichtig, dass die Blumen nicht alle gleichzeitig blühen, denn wir wollen ja 7 Wochen lang Blüten sehen. Ja, das ist eine lange Zeit. Die meisten Blumenzwiebeln blühen ja nur 3 Wochen und dann müssen die nächsten kommen.
Gerade auf kleiner Fläche ist es schön, wenn es immer was zu gucken gibt. Lasagnebepflanzung nennen das die Gärtner hier vom Kolkenhof. Was das genau ist, dazu später mehr. Franz, und du planst ja auch schon das nächste Jahr, richtig? Was erwartet uns da? Nächstes Jahr feiern wir 75 Jahre Kolkenhof. Also wir planen natürlich eine große Party. Wir wissen allerdings noch nicht genau, was wir machen. Mit Sicherheit eine Blumenparty. Ja, wir sind aber schon dabei, alles zu planen. Designing the next plan, so. So, I wish you good luck. Thank you, Franz. Yeah, you're welcome. Danke schön. Ja, liebe Zuschauer, und wir schauen jetzt mal an die Küste in den Niederlanden. Da waren wir heute schon ein paar Mal. Es geht jetzt nach Ameland und auch da füllt sich der Dünencampingplatz so langsam. Es hat viel geregnet. Kalt ist es auch noch. Diese Nacht 3 Grad, heute Morgen 8. Kein ideales Wetter, um Zelte aufzubauen und einzurichten. Aber auf dem Dünencampingplatz beginnt die Saison. Astrid Eilert ist wegen des unbeständigen Wetters spät dran. Sie hat sich hier mit einem neuen Camp-Konzept selbstständig gemacht. Heute bin ich geradezu entspannt. Die beiden letzten Wochenenden, die waren anstrengend. Mit ganz vielen Leuten haben wir alles aufgebaut. Boah, der Aufbau, Podeste bauen, Brett für Brett, Zelte aufstellen, alles einrichten, jedes Detail wieder an seinen Platz. Alle Details wieder auf der Plek. Die Jungunternehmerin ist dankbar, dass ihre Freundin Isabel aus Amsterdam noch geblieben ist, um hier mit anzupacken. Die Zeit ist knapp. In 3 Tagen kommen ihre ersten Gäste. Auf dem Dünencampingplatz auf Ameland hat Astrid 14 Plätze gemietet, um ihre Zelte aufzustellen. 100.000 Euro hat sie investiert. In der Pandemie hat sich die Frau aus Amsterdam hier selbstständig gemacht. Ihre Idee? Ein Hotelzimmer im Grünen. Ein bisschen Luxus und schöne Deko. Aber ganz einfach verpackt. Simpel, aber schön. Ich bin immer viel gereist, sowohl privat als auch beruflich. Ich war an vielen exotischen Orten, von Australien bis Südamerika, in Afrika und Europa. Und ich hatte immer die Idee, irgendwann mein eigenes Unternehmen zu starten. Ich habe eine Marktlücke gesucht. Vor 2-3 Jahren habe ich mit diesem Konzept angefangen. Und das ist raus geworden. 2-3 Jahre geleden bin ich begonnen mit dit concept uitwerken. Dit is het resultaat geworden. Der Terminplan drängt. Astrid und Isabel wollen heute zumindest das erste Zelt fertig einrichten. Auf dem Ameländer Dünencamping gibt es verschiedene Anbieter mit unterschiedlichen Campkonzepten. Einige sind schon weiter als Astrid, vermieten voll ausgestattete Familienzelte an die ersten Gäste. Und tatsächlich trotzen hier schon einige wenige Frühcamper dem launischen Frühjahrswetter. Das ist ein heel Naturreservat, nicht? Lisbeth und Krein Cornelisse sind mit ihren Kindern Sam und Esme gestern angekommen. Die Familie aus Groningen wurde hier als Gewinner begrüßt. 3 Nächte im Zelt haben sie gewonnen, bei einem Preisausschreiben. Vor dem Frühstück haben sie die Temperatur im Zelt gemessen. 10 Grad. Wir finden Zelten herrlich. So ein großes Zelt hier, das ist Luxus für uns. Normalerweise sind wir mit ganz kleinem Zelt unterwegs, ganz gemütlich. Das hier ist fast wie ein Hotel. Gestern waren sie gerade auf dem Weg zum Waschraum am anderen Ende des Platzes, als es anfing in Strömen zu regnen. Wir waren mit unseren Zahnbürsten unterwegs, mussten rennen. Das ging gut. Wir haben keinen Regenschirm dabei. Kapuze auf und schnell sein. Sam hat jetzt sogar einen eigenen Raum für seinen Pfeil und Bogen. Und dann sind noch 2 andere Kammern. Und dann gibt es noch 2 Zimmer. Hier schläft Esme. Und hier meine Eltern. Auch wenn der Wind nachts gegen das Zelt pustet, gegen die Kälte hat der Junge sein eigenes Rezept. Und das hier ist meine Koje. Mit Socken wird es ganz warm, wenn man drunter liegt. Hier liegt man super und man kann sich hier drunter verstecken. Schau mal, so.
kijk maar. Und dann machen sie einen Ausflug. Krein ist schon häufiger mit der Familie im Frühjahr in einem kleinen Zelt auf Tour gegangen. Er weiß also, was man bei einem Urlaub an der Nordsee unbedingt braucht. Auch die eigenen Räder haben sie auf der Fähre mit rübergebracht. Ganz oben auf ihrer Ameland-Sightseeing-Liste der rote Leuchtturm. Natürlich mit Aussicht von ganz oben. Mit diesem Ameländer Wahrzeichen wirbt auch Jungunternehmerin Astrid. Sie und ihre Freundin Isabel haben ihr Tagesziel fast geschafft. Ein junges Pärchen aus Deutschland will sich in diese Betten kuscheln. Vor allem Paare buchen das Hotelzimmer im Grünen. In der Hochsaison übernachten hier aber auch mal Familien zwischen den Dünen. Jede Saison ist wieder spannend. Ich mache das ja allein hier. Im Frühling ist es schon aufregend. Es zeigt sich, ob es funktioniert oder nicht. Laufen die Buchungen gut an? Kommen genug Leute? Funktioniert meine Geschäftsidee? Werde ich es auch in Zukunft schaffen? Zum Glück soll das Wetter zum Wochenende besser werden. Gute Aussichten für Astrid und ihre ersten Saisongäste. Ja, und wir sind hier wieder auf dem Kolkenhof und ich bin mit Patrick zusammen unterwegs. Er ist Gärtner hier seit 4 Jahren und es gibt hier natürlich, jeder weiß es, der einen Garten hat, immer etwas zu tun. Patrick, I just said, there's always something. Patrick, ich habe gerade gesagt, du langweilst dich nicht hier. Hier gibt es immer was zu tun. Ja, hier haben wir die Fritillaria. Das ist meine Lieblingspflanze. Und wenn Sie fragen, warum, müssen Sie nur mal nach innen gucken. Da gibt es Wassertropfen. Ich nenne sie Perlen. Das ist richtiges Wasser? Und warum fällt das nicht runter? Ja, es ist ein Wunder. Die Kaiserkrone, wie die Fritillaria heißt, ist übrigens giftig. Und wie die Tulpe stammt auch sie ursprünglich aus dem Orient und wird seit dem 16. Jahrhundert in Europa gezüchtet. Im Kolkenhof gibt es aber mehr als nur Tulpen. Und das ist notwendig, denn nur wenn verschiedene Zwiebelblumen gepflanzt werden, gibt das eine lange Blütezeit. Schließlich müssen die Besucher über 7,5 Wochen lang etwas zu gucken haben. This is our late bloomer. Das sind unsere Spätblüher und da in der Mitte blühen die Tulpen. Und wenn wir weiter runter gucken, sehen wir die Frühblüher, die Traubenhyazinthe. Die blaue Traube, ja, genau. The thing is, you have this lasagne technique. Sie nennen das hier lasagne technik. Patrick, you can make sure to our audience. Die haben hier im Museum so einen Pott, den haben wir uns mal kurz ausgeliehen. Da kann man das ganz gut sehen. Da kommen eben unten die Spätblüher, dann kommen die in der Mitte und dann die Frühblüher ganz nach oben. So hat man immer Farbe in seinem Garten. Ne? It's always colorful. Always colorful. Yeah. Yeah, for at least 6 weeks. Ja, für 6 Wochen. Das ist eine gute Technik. Okay. So, now, what I have to do, I can help you a little bit. The sun is shining, hast du hier. Ich sag, die Sonne scheint, ich bleib noch ein bisschen hier. Ich helfe Patrick noch ein bisschen, hier das Beet sauber zu machen, liebe Zuschauer. Und für Sie geht es jetzt, wir bleiben natürlich immer in den Niederlanden, es geht ans Eiselmeer. Das hieß ja früher die Södersee. Und da gibt es ein Museum, was jetzt in die Saison startet. Go. Mareike de Jong und Jan Klar war auf dem Weg zu ihrem ganz besonderen Job. Goedemorgen. Mag ik nummer 31? Kijkers, alsjeblieft. Dank je wel. Jij ook, dank je wel. Goedemorgen. Nummer 30? Kijkers, alsjeblieft. Dank je wel. Fijne dag, werk vandaag. Dank u. Dank Menschen wie Mareike und Jan ist das Södersee Museum kein gewöhnliches Museum, sondern eine Welt für sich. Ein Fischerdorf an der Nordsee, wie es hier einst viele gab, bevor Mitte der 1920er Jahre mit der Eindeichung der Södersee begonnen wurde. Die Gebäude stammen aus verschiedenen Orten. Sie wurden abgetragen und in Enkhuizen wieder aufgebaut. Nou, ich finde es altijd wieder ein Fest, um hier zu kommen, morgens.
Ich freue mich immer, hier morgens herzukommen und den ganzen Tag in diesem Ambiente sein zu dürfen. Es ist einfach toll, hier als Ehrenamtlicher zu arbeiten. Ja, vor allem morgens, als es dann noch heel stil ist. Morgens ist es am schönsten, wenn es noch ganz still ist. Dann ist das hier einfach ein Dorf von 1900. Aus den Jahren 1900 so. Letzte Handgriffe, bevor geöffnet wird. Sobald die Besucher da sind, soll die Illusion perfekt sein. Im Hinterzimmer des Postamts ist der Kostümfundus des Museumsdorfes. Hier verwandelt sich Ex-Banker Jan in einen anderen Menschen aus längst vergangener Zeit. Dann komme ich wieder in meine Rolle. Dann wird ich wieder Evert. Dann komme ich wieder in meine Rolle. Dann bin ich wieder Evert statt Jan. Ja, ist altijd mooi. Dus die Kleidung muss allemaal een beetje afgestemd zijn. Die Kleidung muss natürlich passen. Die wird für uns zurechtgelegt. Wir dürfen zum Beispiel keine weißen Socken tragen. Wir müssen alles ablegen, was es 1920 noch nicht gab. Die hatten wir nicht in 1920. Dus, even kijken. Bühne frei für Jan. Theaterspielen war schon immer das Hobby des 68-Jährigen. Jetzt als Rentner kann er sich ganz seiner Leidenschaft widmen. Es ist seine vierte Saison als Evert Petersen, der Lumpenhändler. Dabei reicht es nicht ein bisschen zu Schauspielern. Es muss auch historisch stimmen. Ja, ich bin nicht so ein Vollerboer. Ich muss wel was wissen über die Jahre rund 1920. Wir praten nicht über den Ersten Weltkrieg. Wir reden zum Beispiel nicht vom Ersten Weltkrieg, denn wir wissen ja 1920 noch nicht, dass es einen zweiten geben wird. Wir sprechen aber zum Beispiel über die regelmäßigen Überschwemmungen hier, vor allem die verheerende Sturmflut von 1916 und den Plan, die Södersee einzudeichen. Afsluitdijk aan te leggen, waardoor dus de getijden niet meer van toepassing zijn hier. Die Menschen in dem kleinen Fischerdorf ahnen 1920 wohl noch nicht, wie sehr sich ihr Leben verändern wird. Durch die Eindeichung fallen nicht nur Ebbe und Flut weg, auch die Nordseefischer dort verlieren ihre Lebensgrundlage. Deshalb sind die Södersee-Fischer mit ihrer ganz eigenen Tradition und Kultur das Herzstück des Museums. Etwa 300 Menschen arbeiten ehrenamtlich im Museumsdorf. Das Interesse ist groß. Auch in dieser Saison haben wieder 20 neue angefangen. Het waait een beetje, hè? Wil je ook de teil naar buiten? Ja, de wasteil? Ja. Eine von ihnen ist Mareike Menger. Die pensionierte Lehrerin soll als eine von sieben Darstellerinnen künftig die Dienstmagd Aaltje spielen. Mareike de Jong gibt Tipps. Für sie ist es bereits die vierte Saison. Was Mareike nu an het leren ist, ist vor allem, dass sie mit verschiedenen Aaltjes mit. Mareike läuft jetzt erstmal mit verschiedenen Aaltjes mit und schaut zu. Jeder hat ja so ihren eigenen Stil. Auch wie man mit den Besuchern redet oder wie man auch mal schwierige Situationen meistert und dabei in der Rolle bleibt. Sie ist echt eine perfekte Aaltje. Sobald ich die Sachen anhabe und die Kappe auf, dann bin ich Aaltje und lebe 1920, den ganzen Tag, bis ich mich abends wieder umziehe. Ich mal andere Kleidung wieder an. Hey, Evert! Zeit nicht gesehen, Mann! Ihr habt Druck, sicher? Ja, es ist echt Druck. Ja, ja. Hey, danke, Mann. Jo! Früher war mein Leben voll mit Terminen und Arbeit. Hier kann ich meine Rolle selbst gestalten. Natürlich gibt es Vorgaben, aber das ist kein Vergleich zu früher. Diese Freiheit, ein Riesenunterschied. Das ist echt das große Verschil. Sie alle hier freuen sich, dass es wieder losgeht. In diesem Jahr ist 75-jähriges Jubiläum und es werden besonders viele Besucher erwartet.
die auf Zeitreise gehen an der Soudersee. Blüten, Farben, Düfte gibt es hier auf dem Keukenhof nicht nur unter freiem Himmel, sondern auch in den Pavillons. Sie werden jede Woche mit viel Liebe und viel Arbeit neu dekoriert und sind ein Traum. Hier zeigen die Floristen ihr ganzes Können. Dabei geht es nicht nur um Tulpen, sondern es gibt Lilien, Rosen, Gerbera und vieles mehr. Man kann sich auch einiges abgucken und Tipps holen. Ich binde jetzt hier zusammen mit Elen, die mir das zeigen wird, einen vertikalen Blumenstrauß. Ist es vertikal? Also ein kompakter Blumenstrauß. Okay. Yes. Okay, gut. Und wir haben die erste Runde schon gemacht. Das heißt, wir haben hier schon die mal zusammengebunden, ganz nah die Blüten. And now, Helen, there comes the second round. Und jetzt round kommt die zweite Reihe. And you go a little bit down. Okay. Ja. Yeah. Genau. Also die Blumen kommen dann ein bisschen weiter runter. Ja. Und die Hände ein bisschen nach unten gehen. Ja. Ja. Okay. Ja, mit diesem Hände. Ja. Mhm. Mach ich das hier richtig? Schau mal. Ja. Nein? Ja, okay. Gut. Ja. Und jetzt würde ich das noch mehr dran. Eine Reihe runter machen, genau. Ja. Hast du denn einen Tipp? Ich meine, das größte Problem, das kennt ja jeder, wenn er Tulpen hat, dass sie ja doch relativ schnell verblühen zu Hause. Ja. Gibt es etwas, was du unseren Zuschauern vielleicht mal mitgeben kannst? Muss immer das Wasser reinigen. Ja. 3 Tage neues Wasser. Mhm. Und wenn das kompakt Bouquet, dann steht das länger. Ja? Ja, ja. Woran liegt das? Ja. So die sind kompakt zusammen, die Blüten. Ja, ach, und können nicht so schnell auseinanderfallen. Ja. Ja, ich finde, das sieht bei mir schon mal ganz schön aus. Ja. Hätte ich jetzt alleine nicht so gemacht zu Hause, aber ist mal eine schöne Abwechslung, oder? Okay. Ich mache das hier noch zu Ende, liebe Zuschauer. Und wir gucken jetzt in der Zeit mal alle zusammen nach Seeland. Wir waren ja schon häufiger an der Küste, jetzt aber noch mal zum wunderschönen Seeland mit den tollen Stränden. Und da geht es jetzt natürlich im Frühling auch richtig zur Sache, denn alle bereiten sich auf den Sommer vor. Der Brouwersdam in Seeland. Das Mekka für Kitesurfer in den Niederlanden. Auch viele Deutsche zieht es hier an die holländische Nordseeküste. So, ihr zwei. Ich gebe euch jetzt direkt schon den Kite. Denn es ist zu windig, dass wir an den Strand gehen können und da Matte fliegen können. Deswegen gehen wir direkt das Wasser, okay? Alles klar. Gut. Janni Grove aus Dresden ist nach einem Surfurlaub einfach hier geblieben. Seit 3 Jahren leitet sie nun diese Kiteschule. Die Saison geht endlich wieder los. Die kalten Frühjahrstemperaturen sind ihr egal. Es kommt allein auf den Wind an. Es ist eher selten, dass wir pure Sonne mit viel Wind haben. Es ist eher immer so ein bisschen bedeckt, dann ist windig. Wenn es pure Sonne ist, dann ist es eher weniger Wind. Und zum Kiten brauchen wir ja viel Wind. Deswegen muss man sich an holländische Temperaturen gewöhnen. Das heißt, warm einpacken. Bei gerade mal 9 Grad Außentemperatur und einer 8 Grad kalten Nordsee. Ich bin bereit. Kann losgehen. Ihre ersten Schüler heute, Julia und Flo aus Iserlohn. Nach viel Theorie gestern am ersten Tag wollen sie heute endlich den Kite in die Luft bekommen. Und, meinst du, ist schon genug drin? Füll mal. Ah, muss noch ein bisschen. Der muss richtig prall gefüllt sein. Okay, jetzt ist gut. Genau, und man kann auch, es gibt noch einen anderen Trick, wenn man so mit dem Daumen nur noch so ganz minimal reindrücken kann, dann ist er gut. Ja. Gestern noch fegte ein Sturm hier über die Küste hinweg. Heute hat der Wind deutlich abgenommen. Perfekte Bedingungen für Einsteiger. Niederlande hat einfach super schöne Winde zum Kitesurfen. Die gibt es nicht überall auf der Welt. Hauptsache es gewittert nicht. Sonst Regen ist auch okay. Ja. So, magst du ihn umdrehen? Sehr gut, ein bisschen Sand drauf, macht nichts. Wir holen uns die Leinen gleich hierher.
Julia und Flo verbringen schon seit vielen Jahren ihre Urlaube am Brauersdamm. Die bunten Drachen am Himmel haben sie bisher immer nur aus der Ferne beobachtet. Jetzt haben sie gleich einen 5-Tage-Kurs gebucht. Ich mache es ja jetzt zum ersten Mal, aber ich wollte es unbedingt einfach mal ausprobieren. Und mal gucken, wie es mir am Ende gefällt. Ich bin ein bisschen erfahrener. Ich war ja mal die ganze Zeit auf der anderen Seite vom Damm beim Windsurfen. Und wollte jetzt einfach mal auch auf die andere Seite und das Kiten ausprobieren. Wenn man die auch immer am Horizont sieht, dann kitzelt das auch ein bisschen. Genau, und deswegen probieren wir das heute mal zusammen aus. Dann nimmst du hier den Schwimmer, zeigst dir einen Daumen hoch und lenkst den Kite ganz langsam hoch. Janni gibt den Surfunterricht mitten in der Nordsee. Das kilometerlange Stehrevier hier am Brauersdamm ermöglicht perfekte Bedingungen für Kitesurfer. Der Sport kein ganz ungefährlicher. Deswegen gehen wir immer mit zwei Leuten aufs Wasser, damit der andere immer hinten sichert. Damit, falls was ist, dass der andere hinten festhält. Somit ist da mehr Gewicht dran. Und dadurch, dass wir im Wasser stehen. Also wir machen keine Schulung mit dem Tube-Kite am Strand, sondern alles im Wasser. Damit, wenn man fällt, dann fällt man ins Wasser und dann fällt man leicht und tut sich nie weh. Okay. So, dann nur rechte Hand nicht anziehen, nur rechte Hand. Genau, und jetzt versuchst du einfach mal die rechte Hand vorn zu bleiben. Genau, einfach mal einzulenken und gucken, ob da was passiert. Viele Schüler denken immer, man erlernt Kiten in 1-2 Tagen, aber das ist nicht der Fall. Also man braucht schon seine Zeit, um die Technik alles drauf zu kriegen. Genau, achte schön auf deinen Druckpunkt. Aber lass dir Zeit, ne? Erstmal langsam. Achte schön auf deinen Druckpunkt. Und her. Super. Ich glaube, es ist in Feuer und Flamme jetzt. Ne? Ist so das Adrenalin gerade hochgekommen. Ja, das ist so der erste Part, wo man denkt so, yeah, macht Spaß. Das war auch für mich so der erste Teil, wo ich gedacht habe, oh ja, das ist mein Sport. Das hat richtig Spaß gemacht. Guck mal, das hat sich hier gelöst, ist das stimmt? Ich bin richtig begeistert davon. Nach dem Kurs, das Glücksgefühl hält an. Wie war's für euch? Hat super viel Spaß gemacht. Am besten war das Body Dragon. Da hatte man noch mal richtig gemerkt, wie viel Kraft dahinter steckt. Und auch das Gefühl hatte man, man fliegt wirklich auf dem Wasser. Also es hat schon Spaß gemacht. Das ist es, was Janni wichtig ist. Die Liebe zum Wassersport in ihrer Wahlheimat. Holland hat natürlich unheimlich große, breite Strände, was ich super schön finde. Ich bin nicht so ein Fan von so alles so klein. Ich mag alles groß und weit. Ich bin nicht unbedingt mehr so der Stadtmensch, ich bin eher inzwischen das Dorfkind geworden, ja, obwohl ich aus der Stadt komme. Ja. Die Liebe in der Natur gefunden sozusagen. Ja. Und das bietet Holland mir natürlich. Kilometerlange Strände und immer eine kräftige Brise im Gesicht. Bei diesen tollen Strandbildern kann der Sommer doch eigentlich kommen, obwohl halt der Frühling ist so schön hier im Süden Hollands. Von mir aus könnte der ruhig noch ein bisschen länger andauern. Und damit er das bei mir zumindest zu Hause tut, gucken Sie mal, habe ich mir noch ein paar Blumenzwiebeln mitgenommen. Und dann denke ich hier an die schönen Tulpenfelder in Holland. Das war's von uns, unser Nordsee-Report-Spezial. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Tot ziens und bis bald. Tschüss! Und übrigens, Sie wissen ja, diese und noch mehr Nordsee-Report-Geschichten finden Sie auch in der ARD-Mediathek. Bis bald!